Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Video hier auf dem Kanal. Morgen startet das Serie A Tots, ihr seht schon, aber ich habe noch meine restlichen 50 League All Upgrade Packs aufgemacht. Auch noch garantierte League All Packs, Rivals Rewards inklusive Elite Pick, den Hero Pick gemacht und so weiter und so fort. Also jede Menge gemixten Content heute, sehr viele Tots geöffnet, das kann ich euch schon mal sagen. Viel Spaß damit, Clip ab, einfach alle Highlights aus dem Stream. Auf geht's! Endlich den ersten Blauen. Neuer Tag, neues Glück und neuer André. Willkommen, André, willkommen. Habe ich noch nicht oft genug gehabt. Habe ich vor einer Sekunde ohne Spaß abgegeben für einen 11x75 Plus. Da ist er doch wieder. Der wollte direkt wieder zurück in meinen Verein. Der 83. Der wollte direkt schon wieder zurück. Back to back. Oh, ehrlich. Save André, back to back. Frankreich? Ey, Mann. Wie geht das? Ich bin wirklich der Mensch, der am häufigsten André zieht. Zeigt mir einen Menschen, der es schafft, Back-to-Back André zu ziehen und den jetzt schon 50 Mal hatte. Es kann nicht. Beim ersten Mal habe ich mich jetzt noch gefreut. Jetzt ist es schon wieder nervig. Wirklich. Alter, drei nacheinander. Imagine. Nein. Ui, sein Teamkollege. Aber drei Tots nacheinander, Freunde. Zwar alle drei Shit, aber da wollen wir nicht drüber reden. Es ist gut. Tots ist Tots. Also lieber die, als die ganze Zeit Fabian angezeigt zu bekommen. Gute Quote. Gefällt mir. Komm, nächster Tots. Guck mal, man muss nur nachfragen. Jetzt Shepard's. Ach, Klausi Klaus. Haben wir auch schon. Gibt es überhaupt noch einen Franzosen, den ich nicht habe? Außer natürlich die Guten, die Stürmer. Ich sag mal so, auch heute wieder... Von der Tots-Anzahl super. Wir haben jetzt, was weiß ich, 15 Packs geöffnet, 4 Tots oder so. Aber ja, es ist halt SBC-Futter, nicht mehr, nicht weniger. Es bringt mir halt in dem Sinne nicht so viel. Es ist komplett gescriptet. Oh, nächster Tots. Komm, jetzt mal eine andere Nation. Oh. Ja, komm, ihr. Weiter. Ich will gar nicht mehr viele Worte verlieren über den Mann. Oh, nächster Tots. Bitte nicht Frankreich. Nee. Also ja, aber nee. Das ist der einzige Gute, den wir haben. Also den wir schon in Blau haben. Marquinhos und Nuno Mendes wäre auch Bruch gewesen. Ihr wisst es, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt. Es ist aber mal nicht Frankreich gewesen. Es ist mal nicht Frankreich gewesen. Es ist okay. Ich beschwere mich nicht mal darüber. Es ist Abwechslung. Es war nicht André, es war nicht Samba und es war nicht, keine Ahnung wer. Es ist der 88. Tots und es ist tatsächlich wieder ein guter. Auch wenn er doppelt ist, ist halt ärgerlich. Aber okay. Machen wir kurz in der SBC. Ich habe einen Tots. Ein Kracher. Frankreich. Moinsen. Da bist du doch. Ja, komm hier. Ne? Willkommen. Muss aktuell Gedichtsanalysen korrigieren. Die sind bisher so gut wie die Ligue 1 Upgrades. Heißen deine Schüler auch alle André? Auf geht's. Der 90. Bitte. Nein. Oh, wie. Es kann doch nicht sein, dass ich immer den, also wirklich immer, immer. Es geht doch nicht. Welche Bewertung kriegt Kobel nächstes Jahr? Schreibt es mal rein. Ich sag 86. Die machen den Walkout. Du brauchst nur ein 85er-Team, nicht 87. Das sagt ihr mir jetzt, wo ich das abgegeben habe. Ihr seid wirklich solche Dullis. Ja, ich wollte für... Ja, komm. Ja, war keine Glanzstunde von mir. Ich war gerade mich so nett mit euch am Unterhalten. Scheiße, ey. Wir haben viel zu viel abgegeben für den. Wir haben 2 87er-Teams jetzt bezahlt. Wer hat, der hat... Wo sollen wir sonst hin mit unserem SBC-Futter? Wir ziehen eh... Ich mache jetzt ein Pack auf und da ist eh wieder André drin. Können wir nicht mal einmal so einen Neymar oder so einen Renato ziehen? Kann nicht so schwierig sein. Ich will noch einmal Moments sehen.
Lol. EA sitzt so unter meinem Schreibtisch, ne? Sie sitzen so unter meinem Schreibtisch. Und. Aber. Und dann lachen die mich aber aus. Das ist das Problem. Die sitzen hier unter dem Schreibtisch und dann lachen die sich aus. Mich aus. Ach komm, ihr wisst, was ich sagen will. Ja, 91er Tots ist super, aber ich brauche sie halt nicht. Da kann man auch mal ein 87er Team abgeben für Aua. Ist ja kein Problem, wenn man so viele Tots zieht. Komm, 92. Ja, mit Ansage, André. Ach komm. Es kann. Ja, ja, komm, komm, komm. 10 Siege League All Cup. Wir machen mal das 285 Plus, das 384 Plus und das garantierte Tots Pack auf. Garantierte André, wehe. 384 Plus, starten wir rein. Sogar blau, kann aber jetzt natürlich auch Super League sein. Oder Samba. Den hatten wir heute aber noch nicht, meine Freunde. Ganz ehrlich, ist okay. Aus so einem Pack. Sehe ich als Bonus an. Sehe ich als Bonus an. 285 plus. Okay, kein Tots. Können wir dann schnell skippen. Donnarumma vielleicht zum ersten Mal. Oh ne, Jorginho. Verratti geht ja nicht, den ziehe ich sonst immer. Und das Garantierte. Komm, bitte einen, den ich noch nicht habe. Bisher waren die echt immer Mist, leider. Bitte nicht André. Was haben wir hier? Oh, Medina. Okay, den habe ich immer noch nicht. Ist gut. Das ist gut. Das ist ein Lichtblick heute. Das ist ein Lichtblick. Den habe ich noch nicht und der kostet sogar ein bisschen was. Hätte natürlich auch Messi sein können, aber okay. Ich will jetzt mich nicht beschweren. Das ist eine fast 100k-Karte. Darüber freue ich mich ja schon. Der war auch sehr gut in der WL übrigens. Kann ich immer noch super empfehlen. Noch ein 11x75+. Da muss auch mal ein blauer rauskommen. Ja, sage ich doch. Jetzt läuft's. Klaus. 94. Schaffen wir heute sogar noch die 100? Ich glaube nicht, aber kein zweiter drin. Hätte ja auch noch ein Moment hinter sein können. Ein blauer muss noch. Guck mal, wieder mit Ansage. Oh, der erste Todibo. Mei, da habt ihr die ganze Zeit gefragt, wieso ziehst du kein Todibo? Den ziehe ich immer. Zitat aus meinem Chat. Jetzt habe ich den allerersten Todibo. Wahnsinn, wie lange das gedauert hat, ne? Bestimmt, also locker über 200 Packs, bis ich den ersten Todibo hatte. Krank. Ja, nehme ich mit. Also einmal kann ich ihn auch gebrauchen. Jetzt nicht 18 Mal, aber einmal ist super. Ja, ja. Kein Mbappé, kein Neymar, kein Messi für mich diese Woche. Kein Renato, kein Jonathan David. Vielleicht jetzt Jonathan. Ach, komm. Wahnsinn, Alter, wir haben so viele Packs geöffnet. Kein Kracher. André habe ich zumindest gerade nicht. Super League Tot Spieler Pack. Bitte nicht die türkische Flagge. Mertens, oha. Das ist sogar mal ein guter gewesen. Den habe ich sogar gerade im Verein. Der kostet zwar auch nichts. 30k. Aber das ist auf jeden Fall... Das ist mal wer. Das ist mal was. Nicht nur wieder der Torwart. Und direkt das zweite League Out Tots hinterher. Wie gesagt, das erste Mal von dem Cup. Das zweite, ob wir es die SBC, die wir jetzt gemacht haben mit den ganzen Packs. Gucken wir mal. Ja. Willkommen. Willkommen, Todibo. Willkommen. Willkommen. Freue mich, dass du da bist. Ich habe noch einen Hero Pick als nächstes. Mal schauen. Wir waren nicht gut, aber. Naja, wir gucken mal, ob wir was Doppeltes haben. Ich habe schon lange keinen mehr aufgemacht. Was haben wir hier? Foot Fantasy. Papon. Könnte das rechts sein. Wir haben auf jeden Fall links einen Angreifer. 94 Schießen. Ist das Forlan, der Dritte? Ob der Dritte ist Forlan? Der rechts ist Papon. Solskjaer und Oh, Völler! Rudi! Ey, das ist cool. Rudi Völler hat keine bessere Karte, oder? Sehe ich das richtig? Völler, ist das die beste Völler-Karte, die es gibt? Er hat keinen Trophy-Titan, ne? Und jetzt kommt Serie A-Tots. Der kostet über 200k. Das ist gut.
Doch, 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 das ist besser als ich dachte. Ich dachte, ich kriege hier nur Müll raus. Es gibt nur einen Rudi Völler, so ist es. Als nächstes geht es dann weiter mit den Rivals Rewards. Lange habt ihr darauf warten müssen, gefühlt im Video. Ich dachte eigentlich, ich ziehe die paar League All Packs, da ziehe ich so drei Tots gefühlt raus, schneide das schnell rein. Hat sich dann zu einem anderen entwickelt, macht aber nichts. Ich habe wie immer meine Vorlagen drin. Ihr kennt ungefähr die roten Karten, glaube ich, die ich habe. Beim letzten Mal hatte ich zwei Doppelte und davor ein Doppelten. Das heißt, heute ist mein Ziel maximal ein Doppelter. Wir haben schon echt viele rote Karten. Weird Flex, weil wir immer Rang 1 holen. Bitte nicht so viele Doppelte. Ach, es ist wieder so. Wir haben wieder nur drei am Ende zur Auswahl. Das wird brüchig. Das wird brüchig, habe ich das Gefühl. Griechenland? Ach, du Heiliger. Wen habe ich denn als Argentinier? Montiel ist der Schauder. Molina. Spanien könnte De Gea sein. Der Franzose, Pavlidis sollte es sein, denke ich. Der Franzose ist interessant und vielleicht habe ich ja Glück, ich ziehe so einen Lorente oder so einen Pedri. 92 Tempo. 87 Defending, 88 Def. Okay, es ist De Gea. 92 Tempo. Könnte das Lorente sein? Ich weiß es nicht. Thuram, schreibt der Chat. Oh, der wäre sehr gut. Oh. Und 92. Thuram wäre natürlich richtig gut. Schauen wir mal. Yo, das ist eigentlich echt, das ist stabil. Den habe ich nämlich nicht. Gabriel Vega finde ich tatsächlich auch cool, aber Thuram ist natürlich deutlich besser. Dann kann ich endlich meinen Futures da abgeben, weil den haben wir damals nicht gehabt. Gabriel Vega finde ich allerdings, wie gesagt, auch cool, aber ja, den habe ich tatsächlich gar nicht als Tots gezogen, weil bei La Liga habe ich nicht so viele gemacht. Thuram ist aber cool. Roter Thuram nehmen wir mit. Sehr schön. Endlich mal ein guter roter Pick aus Elite. Und letztes. 100k-Pack. Oh, Moments, bitte. Nein. Nein, 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 nein. Boah, den habe ich jetzt auch schon viermal oder so gehabt. Dass der nicht mal einmal einer von den Guten kommt. Schade. Aber okay, nochmal ein 2,19. Das war ein gutes 100k-Pack. Und das soll es dann erstmal gewesen sein. Zumindest für heute, für die ganzen Packs. Jetzt kommen ja zumindest nochmal 11x75 plus und so weiter. Sollte da noch was drin sein, sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Ich hoffe und ich denke, dass ich auch für morgen genug Level habe, beziehungsweise genug EP habe. Heute kommen ja nochmal eine ganze Menge. Normalerweise sollte heute dieses Serie A-Ding kommen. Dann können wir auch den Pick machen. Also ich werde auf jeden Fall den Pick öffnen. Das wollte ich euch noch zum Ende der Folge sagen, dass ich mich für den Pick und nicht für das Pack entscheide. Falls euch hilft, falls ihr auch überlegen seid, was ihr denn nehmen wollt. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Video heute gefallen hat. Lasst gerne wie immer einen fetten Daumen nach oben da. Sehen wir uns zeitnah wieder und viel Erfolg bei euren garantierten anderen Packs. Macht's gut, meine Freunde. Bis dann. Tschüss.